Habt ihr irgendwas vor eigentlich die nächsten Tage? Nö. Abarbeiten machen. Und mich ablenken lassen. Gut. Und hin und wieder mal meine Nachbarn angucken, weil ich habe ja eine Wette am Laufen. Ach so, ja. Ich weiß die Zeitspanne nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau das Objekt, das genaue Dings. Ich weiß nur, dass wir über den Okay, Nachbarn irgendwie sitzen haben. es ist also so, du gewinnst. Sehr gut. Sie hatte irgendwie was mit seinem Kumpel am Laufen, ne? Genau, sie hat was mit seinem Kumpel am Laufen und das war, wann er es mitkriegt. Du gewinnst, weil du in der richtigen Zeitspanne lagst. Du kannst auch Ah! direkt Martha mitteilen. Ja, läuft. Also das ist sie irgendwie 2, 3 Tage später, ne? Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg zu ihr. Judy. Sie sitzt da in resoluter, aufgeräumter Stimmung und mit einem wunderschönen Blümchenschürzchen und guckt durch in der Modezeitschrift. Na, meine Liebe? Wie geht's uns denn heute? Grüße dich, meiner. Och, ne? Du kennst das ja. Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's sein. Das stimmt allerdings. Dass ich ja erstmal wissen Tee, Kaffee, Kakao? Kakao nehme ich gerne. Na dann geht's los. Ein paar Plätzchen gleich dazu, nicht? Ich grinse sie einfach nur an. Du hast ja lange Seiten, das hier. Geht doch noch was? Ich hab Dann was? holt sie. Was? Ich hab was? Lange Seiten? Ja, das ist doch mal so, lange Seiten, da. Du bist doch ein spacker Typ. Ah, okay. Ich verstehe. Bringt Kakao und Kekse. Und was für dich hier, meiner? Nun, ich muss dir berichten, er hat's rausgefunden. Nicht wahr? Oh doch. In flagranti. Die waren gerade auf dem Infl Sie waren gerade auf dem Küchentisch beschäftigt. auf dem Tisch. Das, also das ist ja. Ja, aber er ist eine ziemliche Mimose. Bitte noch mal. Er ist eine ziemliche Mimose. Ja, also ich meine. Also ich hätte ja ge erwartet, dass er, ne, sich aufregt und, ne, mal auf den Tisch haut. Aber nee, er ist einfach weinend zusammengebrochen. Ist ja auch ein starkes Stück auf dem Tisch. Die sind ja nur auch keine 17 mehr. Ja, aber trotzdem, der hat einfach weinend zusammengebrochen und hat nichts ge. Nee, der hat sich nicht mal quasi, also, dass sie die beiden nicht, dass die beiden nicht zu Ende gemacht haben, bevor die gegangen sind, war auch alles. Und weißt du schon, wie es da jetzt weitergeht, so bei denen? Nee, noch nicht. Es ist ja gerade erst passiert. So, also ich dachte mir, das musst du sofort. Ach, direkt. Quasi. Also, das Letzte, was ich weiß, ist quasi, dass er im Flur quasi zur Küche saß und geweint hat und ja, sie jetzt gerade die Wäsche macht im Wohnzimmer. Die ist ja schon ein richtiges Miststück. Ja, schon ein bisschen. Eisekalt. Ja. Mensch, du da. Was soll man dazu sagen, ne? Ich kenn da so eine Liebe. Weißt du, so eine kleine, rundliche mit roten Haaren oder eher so Kastanie. Boah, die könnte ich mir eigentlich mal vorstellen. Ich bin der arme Junge. Ja, aber irgendwie. Ja, aber so ein aufrechter Typ, der kann da jetzt nicht irgendwie alleine bleiben. Während die da ihren Spaß hat und sich hier die ganzen Trippers holt. Ja, aber er hätte ja nicht um sie kämpfen können. Also das fand ich jetzt ein bisschen, nur ein bisschen lahm. Ja, oder? Danke, Flummi. Oder? Warte mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt bin ich hier drauf Wie? reingefallen. Ich kann da Die jetzt müsste. nicht. Ich kann da jetzt nicht David dem anderen Typen vorstellen. Nein, die kleine Runde mit den kastanienbraunen Haaren, die Ach, die soll nette. sie David vorstellen. Boah, das, ja, da. Ah, jetzt verstehe ich, was du meintest. Nee, wir bleiben trotzdem dabei.
Ich finde, das könnte man mal einen Angriff nehmen, David. Das könnte man mal versuchen, ja. Ich meine, nicht um die kämpfen, ja, schön und gut, aber wenn man das einmal erkennt, was da in einem, also was da in der steckt. Naja, in diesem Fall war es gerade der andere, ne? Aber, ja, genau. Aber dann, da hätte ich auch nicht mehr drum gekämpft. Ja, also sich aufregen. Also, das war einfach nur so eine völlige pure Verzweiflung, die war so, okay, er hat alles aufgegeben. Boah, Mensch, der Arme. Ja, völlig. Schlimm, 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 sowas. Schlimm, schlimm. Naja, gut. Ich guck mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich meine, vielleicht eine Woche noch Zeit lassen, oder dass wir das irgendwie ganz zufällig mal eingefädelt kriegen. Mhm. Ich glaube, die wäre was für den. Die ist auch einfach ein bisschen bodenständiger dann, weißt du, ein bisschen schon. Treuer? Ja, ich denk schon. Ich muss halt auch nicht mehr einfach so viel rumprobieren dann und alles. Ich glaube, das geht dann schon. Man kommt ja auch mal dann irgendwann, weißt du. Könnte was werden. Also, könnte vielleicht was werden, ja. Aber nach einer Woche schon direkt, ja, doch, doch. Ja. Muss ich auch nicht so lange warten und den Arm so lange leiden lassen wegen dieser eben, also, der muss sich ja auch, ne? Ja. Ablenken können. Ein bisschen was, ne? Braucht ein bisschen was zwischen den Beinen. Das meinte ich ja nur nicht. Nee, ich meinte, jetzt hat er da so eine Bruchlandung hingelegt. Jetzt verliert er doch gleich den Glauben. An alles. Und da muss man dir doch was entgegenstellen, wo er einfach merkt, nee, Mensch, da gibt's auch noch, weißt du, das lohnt sich ja so prinzipiell, so eine Beziehung oder sowas. Und ich kann dir sagen, ich sehe schon vor mir, was die für süße Kinder haben können. Weißt du, mit ihrer Nase und seinen Äuglein. Das wäre auch niedlich. Das stimmt. Und mit ihren roten Haaren drumherum wäre das episch, aber leider verhält sich das nicht so. Ja. Und wenn die beiden dann, also ich denke, das würde funktionieren, wenn die beiden dann irgendwann mal ein bisschen weiter sind, so mal, ne, dass sie sagen können, ja, das wird jetzt was Festes, das ist jetzt was Ernstes, dann bin ich ja gern bereit, den dann einfach quasi beiden jetzt den Eid abzunehmen, Treue, ne, herrscht. Und also ich würde dir das dann natürlich auf den helfen, das auch beides einzuhalten, weil die beiden, die würden das dann schon ernst meinen, ne? Und die brauchen ja aber bestimmt ein bisschen Unterstützung, die sind ja alle immer so ein bisschen, ne, verlorene Kinder. Genau, und da würde ich den einfach eine Richtschnur quasi einfach hinhalten, die können sie dann ergreifen, wenn sie nicht mehr wissen, wo sie sind, dann würde uns ja allen helfen. Ich meine, solange sie das dann einhalten würden, ne? Was sie ja wollen. Solange würde ich, keine Ahnung, dann immer bei ihnen nicht mehr vorstellen, dann aufpassen, dass den zukünftigen Kindern in der Schule das an nichts mangelt, ne? Und dass sie dann immer genug Windeln im Haus haben, also vorher am besten. Also das sind ja dann so viele Elternprobleme, die man hat. Da würde ich ja gerne dann zur Hand gehen. Ich glaube, das würde sich richtig glücklich machen. Ja, ne? Die knabbert an einen Keks und guckt Gedanken verloren. Sehr schön. Dann fliegt die Tür auf. Und Roland steht in voller Pracht da. Mit einer Melone, so nennt man das. Sonnenbrille in Gold. Immer noch verschiedenen arg mitgenommenen Blumenkettchen. Nicht oberkörperfrei. In einem T-Shirt. Und also um genau zu sein, ist es ein Achselshirt und Jeans. Auf dem Achselshirt sieht das aus, als wäre das wir es hätten da Kartoffeldruck mit Hufen und dann aber die Stampede drüber. So sieht das aus. Er hat unter der Sonnenbrille sieht man noch so ein paar Augenringe, aber die wirken jetzt anders als vorher, sag ich mal.
Und in seiner Hand hält er eine Weinflasche und auf der anderen ein Tablett mit zwei Weingläsern mit Rosenblättern drauf. Ah, Freunde. Hier steht jemand. Hier steht jemand, der will mit seiner Liebsten auf den Stern tanzen. Er kommt einen Schritt näher. Hier steht jemand, der heute im Wald schlafen will und dann sein Frühstück von den Rumpelwichten stiehlt. Ja, die werden gucken. Er kommt einen Schritt näher. Ah, ihr Leute, ich hab das Gefühl, heute ist es wieder soweit. Heute wird das Leben wieder in vollen Zügen getrunken, bis kein Tropfen mehr übrig ist. Ich nehme an, das wird morgen sein. Komm her. Er streckt die rechte Hand aus, Handfläche nach oben. Martha errötet und steht dann auf. Fast märchenhafter Blick, Schultern hochgezogen. Oh. Die Fußspitzen. Die ist Mitte 50. Die Fußspitzen quasi vorne im Dreieck zusammen. Dann etwas unsicher geht sie auf ihn zu. Er schlägt ihre Hand weg, als sie das ergreifen will. Umfasst ihre Taille, wirft sie nach hinten. Und das Folgende kann ich schlecht illustrieren, außer mit. Also auch wirklich tatsächlich, ich habe neulich eine gute Beschreibung dafür gefunden, was da passiert. Es ist, manche würden sagen, ein leidenschaftlicher Kuss. Ich halte das für eine schlechte Umschreibung. Er versucht eine Magenpunktierung bei ihr, aber mit seiner Zunge. Vielleicht, so wie es scheint, könnte er durchaus damit erfolgreich sein. Und dann nach lediglich, ja, das ist an sich ja vielleicht süß. Wir wollen nicht vergessen, dass sie Mitte 50 ist und das doch ein Bild ist. Ja, das ist ein schönes Bild. Dann reißt er sie zurück, ergreift ihre Hand. David, du schmeißt den Laden. Und dann zerrt er sie raus. Alles klar. Ich hatte sie ja versprochen, an einem Tag werde ich ihr, wenn es sein muss, zur Hilfe gehen. Sehr gut. Ist das ähnlich wie in der Bar, dass ich jetzt weiß, wo alles ist? Nope. Das ist ärgerlich. Es ist ja an sich auch tatsächlich ein normaler Laden. Also ein vollkommen normaler Laden. Das heißt, alle Gegenstände dort sind per se langweilig. Ich meine, funktional und langweilig. Sie hat zwar mit ihren Waschmaschinen gesprochen, aber das scheint ihr eine ganz persönliche Beziehung zu sein. Von daher. Ist okay. Kümmere ich mich um den Laden. Ich mache die Wäsche, ich falte die Wäsche, weiß man ja. Ja, ich muss mal kurz was würfeln, denn folgendes Problem. An sich, kannst du das? Na ja, klar kannst du das. Es ist jetzt halt nur nicht ein Laden, wo, da sie ja alleine arbeitet, irgendwie zum Beispiel bei gewissen Kleidungen, die noch nicht gewaschen sind, Namen stehen. Oder, also sie da durchzusehen, ist nicht ganz leicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Denn wenn man nicht weiß, was das ist, dann wird man es nicht herausfinden. Oder was damit gemacht werden sollte auch. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, dass es nicht gut genug sein wird, aber ich gebe mein Bestes. Es gelingt dir, also nach einer Weile, dich irgendwie durchzufuchsen. Es wird durchaus noch den ganzen Tag in Anspruch nehmen. User in your channel timed out. Ist okay, red ruhig nicht mehr mit mir. Ja, tschüss, Trolli. Was hat er denn? Ich weiß nicht, was er hat. Aber unser Vermieter ist wieder da. Ja. In voller Pracht. In voller Pracht und Männlichkeit. Oh ja, und einem riesigen Verlangen anscheinend. Ja. Aber ist doch schön. Da kann man gut, die dass er Marpa hat, dann muss er das sich an dir auslassen, das Verlangen. Ja, das wäre echt komisch. Nee, es wäre echt witzig. Nein. User joined your channel. Ich habe ein Kabel drin. Wieso habe ich zwischendurch kein Internet mehr? Es ergibt keinen Sinn. Lebst du noch? Das tue ich. Sehr gut. Also ich brauche auf jeden Fall deine Aufnahme. Das habe ich mir schon gedacht.
Jedenfalls vermute ich das, warte mal. Was war das, die 19? Sie? Ja, definitiv. Okay. User in your channel. So, was war das Letzte? Du brauchst eine ganze Weile, um dich da einzufitzen. Das wird auf jeden Fall noch den ganzen Tag dauern. An sich ist die Arbeit ja kein Problem, aber man muss halt wissen, wo was ist. Und in Sophies Kopf reift eine Idee. Eine notwendige, etwas Wichtiges. Möchtest du jetzt mit mir darüber sprechen, was in deinem Kopf reift, oder ist das ein bisschen eklig? Ein Tumor. Ja gut, das ist nicht so eklig. Nein. In Sophies Kopf reift das Verlangen, eine gewisse Prophezeiung, von der sie mal geträumt hat, öffentlich zu machen. Denn nach dem, was jetzt so langsam aber sicher hier passiert, scheint es wohl notwendig zu sein, daran zu erinnern, dass es auch noch andere Jahreszeiten gibt. Mit den Saalpinseln fing es an und mit den Kindern des Winters endete es. Das klingt nach Verrat und Blasphemie. Ich bin ganz Ohr. In ihrem Kopf reift der Gedanke, mindestens eins, nämlich das letzte oder jetzt beiden dieser Bilder, die sie einst malte, öffentlich zu machen. Den letzten Sommer und die Schwerter, die das Rad blockieren. Die zu Staub zerfallenden Monumente der einst prachtvollen Herrschaft. Also du willst quasi, wenn ich das, nur damit ich das richtig verstehe, was du machen willst, ist, da wird eine Chance zu gehen, sich adäquat gegen deine Sticheleien zu wehren, dass er sich gleich mit Dougal verkackt hat, ja? Richtig, denn ich, na, was heißt verkacken? Es hat ja nichts mit verkacken zu tun. Nee, das würde ich auch so sagen. Genauso wenig, wie du einen Puka zwingen kannst, die Wahrheit zu sagen, oder einen Slur dazu bringen kannst, zu schreien, kannst du ein Orakel davon abhalten, ihre Prophezeiungen öffentlich zu machen, wenn es sein muss. Ach so. Wohl an denn. Sie weiß nur noch nicht genau wie. Also, ich war jetzt bereit für deine Reifen und Gigonensäfte in meinem Face. Moment. Ich glaube, dafür wird sie eine ganze Menge Glamour benötigen, das ist das Problem. Zum Glück habe ich heute, euch heute erst was abgezogen. Ja, du Arsch. Das war Absicht, oder? Ja, ich wusste ja, dass heute Säfte in deinem Kopf reifen. Mhm. Denn sie wird es in die Wässer und auf die Spiegel malen, auf alle spiegelnden Flächen und in den Himmel. Nein, Wasser und spiegelnde Flächen reichen mir. Also du willst tatsächlich eher kleckern statt klotzen, ja? Nein, ich will eher klotzen statt kleckern. Ach so. Warte. Würfel gefälligst heimlich. Entschuldige, ich habe das Fenster offen, aber es war nicht schnell genug gedrückt. Also, du gewinnst bei deinen Überlegungen mehr Einblick und Verständnis in dein Wesen und das Wesen deiner Körper. Du fühlst, dass du solche Dinge, wie David sie aus Versehen gemacht hat, also dich in die Welt der Menschen rüber zu hieven, jetzt machen könntest. Aber du hast keine Ahnung, wie du etwas in die Spiegel und Wässer der Umgebung schreibst und malst. Ich bin ein verdammtes Orakel. Ich werde doch wohl dazu in der Lage sein, das zu können. Das ist bestimmt auch so, aber du weißt nicht wie. Doch, denn Schatten, Mond und Sternenlicht sollen meine Farbe sein. Also eher so ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Nicht direkt. Ein bisschen imposanter. Okay. Und dennoch, du weißt nicht wie. Da werde ich wohl lernen müssen. Gut. Du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst. Nachts. Dann wisch dich eine Lupe, wenn du mit Sternenlicht malen willst. Ja, finde ich auch. Denn ich bin das Orakel der Nacht! Folgendes Problem.
Über Städten sind keine Sterne zu sehen. Aber, gut, aber auf der Rabeninsel! Ist doch immer noch viel zu nah. Nee, aber du hast ja einfach Mondlicht. So. Ja. Und ein paar Sterne sieht man auch. Nach einer Woche wird es dir gelingen, dieses Licht über den Mond zu streichen und ein wenig klebriges Licht an deinem Finger zu haben. Damit kannst du kurz für 5 Minuten was in die Luft zeichnen. Dein künstlerisches Naturell verhilft dir dabei, dass es direkt ganz gut aussieht. Also auch mit Nachbearbeitung und allem ist möglich. Cool. Du kannst keine Werkzeuge dafür benutzen, außer deine Hände und Fingernägel und so ein Geschmodder. Das ist nicht schlimm. Allerdings kostet dich allein schon dieser Finger voll Farbe. Bisschen was. Ergreifst du eine Hand voll Farbe, so wird es dich halb so viel kosten wie der Blick in die Vergangenheit. Und schöpfst du mit beiden Händen aus dem Mond und der Sterne Kraft, so wird es ein Arsch voll Glamour. Und willst du es dann in jeden Spiegel und jedes Wasser bringen? Also keine Ahnung, Alter, das wird auf jeden Fall nix. Das wird auf jeden Fall nix. Sehr schön. Dann werde ich wohl einen Weg finden müssen. Man kann sich doch Glamour ansparen und dann speichern und dann zerstören und dann hat man das. Sophie frei, hat das Gefühl, dass ein Speicher, den sie hat, dafür reichte, es für einen Mond und einen Tag so groß wie eine Hauswand zu malen. Aber nur an einer Hauswand. Dann werde ich wohl vielleicht mal die Pukak fragen müssen, die ohnehin gerade in den Krieg ziehen. Ja, dann mach das doch. Das werde ich tun, denn es gibt diese Bilder ja schon. Ist okay. Sie hat keine Ahnung, wo sie ihn findet, aber sie möchte den Gockelpuker finden. Der Gockelpuker ist der Beste. Das war der Verfasser des Liedes. Und der ist der Beste. Der war... Sie könnte zumindest noch mal in der Barfüßerstraße fragen, in der Kneipe, da war er doch mal. Die ist zu. Ach, toll. Die Jungs sind alle ausgezogen. Die Jungs sind alle noch verkatert. Und das. Ja. Also ich habe euch einmal was gesagt, aber das wisst ihr bestimmt nicht mehr. Ich könnte ihm den Nöcker-Rohrpost schreiben. Das könntest du machen, aber ich werde erstmal für dich würfen. Er ist im Krankenhaus und verteilt auf der Geburtsstation gern die Kinder, die frischest Geborenen. Ah ja, stimmt, das Kuckuckskind. Dabei ist er gar kein Kuckuckspuker. Das ist ja der Witz. Dann geht sie dahin. Wie viele Krankenhäuser gibt es? 2. Wofür gibt es Entbindungsstationen? Vermutlich nur um einen. Okay, sehr gut. Gehst dahin. Ist ja alles kein Problem, bis dahin vorzurücken. Ich denke, du musst dich dort, wenn du einen geschickten Moment abpasst, dich nicht mal anmelden. Willst du tagsüber oder nachts hin? Tagsüber, nachts in ein Krankenhaus zu kommen, da muss man viel mehr Fragen beantworten. Richtig, da musst du gar nicht erst reingelassen. Tagsüber kannst du immer rein, die fragen dich auch nicht, wohin du willst, wenn du da mal hin bist, wenn du irgendwen besuchst und schon weißt, wo du hin willst. Naja, es gibt Stationen, wo das nicht der Fall ist. Ja, du darfst nicht zu den Neugeborenen, aber die sind ja... Du darfst nicht zu den darfst nicht auf die Intensivstation, ja. Ja, aber du willst ja nicht zu den Neugeborenen direkt... Ja, nee, manchmal wird mir ja schon angequatscht. Nicht zu wem wollen wir denn meine? Ist aber heute nicht der Fall. Du wirst sie dann doch irgendwann finden. Zeitung lesend, im Warteraum. Offensichtlich beobachtend einen werdenden Vater, der das nicht aushalten konnte. Ist auch nicht zu empfehlen, als Mann bei einer Geburt anwesend zu sein. Ich sag ja nur. Und du siehst, wie er die Zeitung weglegt und sich ein paar Notizen macht.
Er trägt eine Narrenkappe, die, also eine chimärische Narrenkappe, die bespannt ist oder gestärkt ist mit bronzenen Schienen, mit kleinen Spitzen und Haken. Dazu in einer, nicht in einer Scheide, sondern in seinem Gürtel, ein Schwertgriff mit einer Gummischlange als, als, als Klinge. Eine wunderbare Hommage. Mhm. Hallo. Ist, weißt du noch, wie der Sack hieß? Nee. Hm. Okay, gut. Guten Abend. Ich würde mir ungern etwas die Beine vertreten, aber ich denke, mein Rücken bringt mich sonst um. Man wird ja auch nicht jünger. So viel außerdem steht auf. Stinkt es hier fürchterlich nach Plazenta. Bam! Dann wird er aufstehen, seinen Hintern rausstrecken und kurz nach links und rechts wedeln. Und sein Federkleid damit etwas ausschütteln und dann mit dir ein paar Schritte gehen. Ich habe etwas vor. Etwas, das sich zumindest begrenzt oder zumindest teilweise mit deiner Kriegserklärung ergänzt. Sprich, Unselige. Dafür solltest du mitkommen. Ich muss es dir zeigen. Zwar habe ich wenig Vertrauen in deine geistigen Anstrengungen, aber meinetwegen. Sie führt ihn bis zu ihrer Wohnung. Hm. Lässt ihn rein, oder geht mit ihm rein, öffnet die Tür zum Zwischenzimmer. Die Bilder hängen wieder in der richtigen Reihenfolge. Okay, er wird ein paar Schritte wegspringen und dann bis, also den Flur durchqueren, bis zur Bartür sie aufstoßen und erstmal dahinter verschwinden. Du hörst ein aufgebrachtes Gackern und das Scharren von Füßen. Dann nimmt sie das Bild mit dem Einhorn ab, sie vergisst das immer, dreht es um und stellt es gegen die Wand, sodass man es nicht sieht. Kommt dann raus, klopft sich den Staub von der Kleidung. Unerhört. Entschuldigung. Ich sollte also herkommen, damit du mich erschrecken kannst? Nein. Es geht darum. Die zeigt auf das letzte Bild, diese Wüste und die Schwerter. Ich sollte also herkommen, damit du mich deinem lächerlichen und schwächlichen pazifistischen Grundgedanken herausgehend abbringen willst von meinem Schlachtenwunsch. Oh ja, ich möchte dich abbringen von deinem Schlachtenwunsch, nein. Im Gegenteil. Es gefällt mir, es benötigt aber leider eine Bildunterschrift. Ein jedes Bild benötigt eine Bildunterschrift. Denn was die Künstler häufig zu meinem Bedauern vergessen, ist, dass der Pöbel dumm ist, nicht selbst gewillt zu denken. Und dass dieses, jeder soll darin sehen, was er zu denken, sehen wünscht, totaler Schwachsinn ist. Man braucht leider, und ich sage es nur ungern, jemanden, der einem sagt, was man da sehen soll. Es gab mal eine Zeit, in der sich dieses Rad gedreht hat und in der sich die Jahreszeiten abgewechselt haben. Doch das ist schon eine lange Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Und das ist ein etwas sperriger Titel, aber fahr nur fort. So sehr
der letzte Winter in aller Munde ist, so sehr vergisst man in der Sonne, in der man sich badet, dass ihre sengenden Strahlen auch das letzte bisschen Leben und Denken auf dieser Welt verbrennen. Und sie in ihrer Angst vor dem letzten Winter nicht sehen, dass der letzte Sommer schon längst begonnen hat. Zwei Dinge. Ich stimme mit deiner Weltsicht überein. Zweitens, und ich bitte das als einzelne Aussagen zu werten, ich bin nicht gewillt, dir bei irgendwelchen dämlichen Unterfangen zu helfen. Allerdings würde ich sie gerne, naja, etwas mit meinem Charme, also ich will auch, ist auch egal, mit meinem Charme würde ich dich gerne dazu bringen, alles auszuplaudern, deinen geheimen bösen Weltvernichtungsplan, um ihn dann wie auch immer, ich möchte ihn dann gern präsentieren vom Grafen und dich dann wählen lassen zum Beispiel jetzt oder verbrennen. Ich denke, verbrennen passt besser. Siehst du, ich hatte gehofft, dass du mir mit deinem Charme ein bisschen Unterstützung zuteil werden lässt, damit ich diese Botschaft verbreiten kann. Niemand, auch ich nicht, würde behaupten, dass das die Tat eines Toren wäre. Aber wie ich bereits sagte, ich bin nicht bereit, dir zu helfen. Das ist sehr schade. Aber wie willst du es denn nun anstellen? Ich möchte es, sobald die Sonne untergegangen ist, denn ich glaube, die Nacht hat ihren eigenen Zauber. Mit dem Licht des Mondes in die Spiegel, an die Fenster und auf die Wasser malen, damit niemand umhin kommt, diese Botschaft zu vernehmen. Nun, lass uns mehrere Prämissen abstecken. Jemand, der ein solches vorhätte, müsste es in die... Jemand, der ein solches vorhätte, könnte das nur in dieser Stadt erwirken. Was ausreichen sollte, damit sich das Ganze herumspricht. Er wäre immer noch ziemlich dämlich und ich würde ihm dabei immer noch nicht helfen. Er müsste weiterhin das für diese Stadt eindrucksvollste und mächtigste Wasser nutzen, um da den Mond hineinzumalen. Dieses Wasser befindet sich selbstverständlich im Hofgarten. Es ist ein stinkender Tümpel, aber was soll man machen? Die Mächtigen, sie riechen immer etwas streng. Dieser jemand bräuchte also auf keinen Fall Ablenkung, denn was er da täte, wäre nicht nur vom Grafen, sondern allen, die dort in der Nähe wären, zum Beispiel Wachtrollen, hochgeschätzt. Nun gut, und dieser jemand bräuchte nur ein Kantenglanz, kaum der Rede wert. Das sollte das geringste Problem sein. Nein, eigentlich ist es nicht das geringste Problem. Das ist tatsächlich... Also Sophie, ich mache es dir einfach... Die benötigten Ressourcen sind dein größtes Problem, über das du dir die größten Sorgen machen solltest. Sie nickt und lächelt. Die Ablenkung hingegen ist... Kinderkacke. Vor allen Dingen, weil sich Ablenkende dadurch nicht eben in Gefahr brächten. Also. Vielleicht solltest du überlegen, David zu schicken. Er scheint mir ein ausgezeichnetes Ziel. Vielleicht setzen wir ihm einfach eine rote Nase auf, große Schuhe, eine Blume, aus der Wasser kommt und lassen ihn um das Schloss rennen. Mit einem... Eine Flüstertüte. Ja, genau. Ja, er könnte singen. Das scheint mir die beste Idee, ja. Ich traue weder dir noch den anderen Puka. Ich traue auch vor allem nicht David, um Gottes Willen. Und deswegen
erscheint es mir unerlässlich, dass du und ich einen Eid der Stille schwören. Besorge einen Zeugen für eben jeden Eid. Ich traue keinem Puka. Ich traue keinem Puka, dass er den Mund halten kann, selbst wenn ihm geholfen wird. Besorge einen Zeugen und danach bin ich sicher für die eben jenen Eid, dass wir ins Geschäft kommen können. Ich hoffe, davon war nichts wirklich zu kryptisch für dich. Ich denke, ich habe verstanden. Gut, ich bin dafür bereit, wann immer du es bist, informiere mich und wir treffen uns des Nachtens. Jetzt habt ihr eine hässliche Wohnung. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bam! Er dreht sich an der Tür, als er die aufmacht, um. Oh. Es ist wichtig zu wissen, leider wird das in der Historie immer wieder verschwiegen, dass im Krieg Kollateralschäden entstehen. Nun bin ich eben auf unser Treffen heute nicht besonders gut vorbereitet gewesen und deswegen kam ich zu keinem ausgefuchsten und üblen Plan. Deswegen einfach, ja, er kramt eine Stinkbombe hervor und wirft sie in eure Wohnung. Danke. Sie riecht nach dem Windelinhalt eines Kindes, das zum ersten Mal Fleischbrei essen durfte. Also wie Katzenscheiße. Ich ließ mir sagen, es ist die bärstigste aller Kacken. Die lüftet. Es hilft, es war tatsächlich eine normale Stinkbombe. Na dann. Ein Zeugen. Und er traut keinem Puka. Aber so viele kenne ich davon leider nicht. David traut er auch nicht. Oder er traut ihn. Woher weißt du denn eigentlich, welche seiner Teile wahr waren und welche nicht? Naja, beim letzten hat er explizit gesagt, er traut keinem Puka. Und das war der einzige Satz, den er gesagt hat. Danach war ein Punkt. Das hieß ja, er traut vielleicht einem Puka. Ja, ja, nur ich kenne nicht so viele. Aber ich habe eigentlich drauf geachtet, die Sätze länger zu machen. Das ist ja egal. Es war komplex. Na, da habe ich extra drauf geachtet, denn das war die einzige Aussage da. Okay. Ich kenne nur leider nicht so viele davon. Ah, doch, die Jungspunde, die uns das Lied vorgelesen haben. Ja. Aber ich muss mir erst noch ein bisschen was überlegen. Ich brauche noch ein paar mehr Leute, die mir helfen. David? An dem Tage warst du bisher nicht ganz, wie nennt man das? Ach, du hast deine Arbeit inzwischen übrigens abgegeben, ist klar, ne? Yay. Du hast es noch hinbekommen. Ich nehme an, am 30. in der Nacht noch den letzten Punkt gesetzt. Ja, versteht sich. Und was du auf jeden Fall mitbekommen hast über den einen oder anderen ist, dass die Puka tatsächlich, ich meine, ab und zu kann man halt, also anders, das Schloss ist ja nicht immer für alle geöffnet. So, das wäre ja noch schöner. Ja, man kann ja an gewissen Tagen, kann jeder vortreten und sein Anliegen vorbringen. Zum Beispiel hier bei uns in der Gegend, das ist so eine echt krasse Kack-Albtraum-Chimäre und die zerbumst uns, kannst du mal helfen. Oder meine Supermelonen wachsen, ich bitte schenke uns Regen. Was auch immer man gerade hat. Da kam so ein Rotkap und hat mich verhauen. Ich will, dass sie stirbt. Und beim letzten Male, also gestern, kamen so ziemlich alle Puka der Stadt und ein paar von außerhalb. Und sie kamen dahin und alle mit einer Kappe, die mit Stahl beschlagen war. Und sie kamen dahin und haben alle gebeichtet. Also zum Beispiel, und dann im Alter von 3 musste ich kichern. Denn ein Kind neben mir hat gepupst und ich hörte einfach nicht auf. Oh Graf, bitte verzeiht. Und solche Sachen, ja. Also auch wirklich die besten Sachen.
Der hat das offenbar alles über sich ergehen lassen mit der Stoik, die wirklich auch beneidenswert ist. Und am Ende waren die Puka ein bisschen ungehaltener, weil der wirklich gar nicht aus der Ruhe zu bringen war. Aber es hat den ganzen Tag in Anspruch genommen, seiner Regierungsgeschäfte. Der hat wahrscheinlich irgendwelche Drogen genommen, damit er ruhig bleibt. So ist es. Ich brauche eine Zauberwahl, Jum, jetzt. Vielleicht sogar zwei. Eine Zauberwahl? Was weiß ich denn? Wahrscheinlich. Ja. Die werden ja auch durchaus dann zu Gesprächen bereit gewesen sein. Gehe ich mal von aus. Wer? Die Puka. Die hast du ja persönlich nicht gesehen. Du hast das Ganze erzählt bekommen. Ach so, okay. Zum Beispiel nehme ich an, du hast deine Arbeit abgegeben und ein paar Tage später muss man das ja feiern. Zum Beispiel war da vielleicht mal wieder die, die Barfüßerstraße Bar, die jetzt den Namen Huftrapp in Klammern, das ist keine Lautmalerei, du Arschloch, halt's Maul, trägt. Und hast da irgendwie mit dem Barküper da gesprochen. Okay. Aber der wäre zum Gespräch darüber bereit, ja? Wenn du da einhaken möchtest. Ja. Was erzählt denn so, was denn so die Puka so abgezogen haben? Alles. Ja, also ich habe nur gehört, halt, dass er wirklich die banalsten Scheiße, also das eigentlich Beleidigende, ne? Du sagst ja immer, ich bin so neu und weiß das alles nicht. Das ist wie eine Beichte vorgetragen haben. Und heute ist ja nicht mehr so schlimm mit der Kirche, weil die Leute, die glauben ja nicht mehr dran. Ist ja nicht so schädlich für uns. Die haben ja selbst eigentlich erkannt, dass es eine Sackgasse ist, der Gesellschaft. Aber früher war Kirche ja Vernichtung. Unglaublicher Scheiß. Und das war eigentlich die Beleidigung da drin. Ansonsten haben sie halt nur vorgetragen, keine Ahnung, ich habe da dem das Bein gestellt, hier habe ich mal gekichert, da habe ich einen Witz erzählt und drüber gelacht, sogar selber. Solche Sachen, wirklich ganz banal auch steht. Okay. Wer war alles da? Die man kannte und die man nicht kannte. Also Hannah war irgendwie da. Und Rebecca und so, die war auch mit dabei. Dann diese beiden Kinder, die rumgingen und das Gedicht vorgetragen haben, haben sie da aber nicht gemacht. Weil das hat am Ende Pascal gemacht. Der hat dann irgendwie sein Gummischwert in den Boden gerammt und hat dann dort sein Gedicht vorgetragen. Ich glaube, der Graf war da auch schon völlig abwesend. Der hat wieder vermutlich die Zukunft und die Vergangenheit gleichzeitig gesehen. Also seine eigene, war vielleicht gerade bei seiner Geburt dabei oder so, weißt du? Mann, und das ist sowas. Die haben da nichts Besonderes gemacht. Aber danach waren die ganzen Bediensteten im Schloss natürlich noch mega unterwegs, weil vielleicht haben sie was geklaut oder was da gelassen oder irgendwelche Künste angebracht oder so ein Shit. Die mussten ja halt alles durchsuchen und waren bis nächsten Tag noch nicht fertig. Das ist schon ziemlich übel, wenn so ein Besuch ansteht bei denen. Ne? Da hat die Wache immer sehr, sehr viel zu tun. Ja, also, das kommt drauf an. Nicht immer. Die sind ja, manchmal kommen die auch nur um, weißt du, dann dancen die halt eine Runde oder trällern die ein paar Liedchen und machen so ein bisschen den Unfug, wo keiner anders. Wenn du siehst, wie die ankommen, weißt du meistens, ob die halt einfach nur gutmütig ein bisschen Schabernack durch die Gegend bringen oder ob die darauf aus sind, dich zu piesacken. So. Weißt du? Ich hörte, aber ich glaube, das ist Quatsch, dass irgendwo ein Zettel gefunden wurde, wo dann halt noch drauf stand: Wir haben übrigens nichts gemacht. Warum sucht ihr eigentlich? Was soll das? Und vor allen Dingen bitte sucht nicht da jetzt rechts unter dem Tisch. Das wäre verkehrt. Und dann unter dem Tisch wird wärmer oder sowas. Aber das glaube ich. Sehr schön. Das sind solche Kanalien. Ich mag die. Die sind total sympathisch.
Naja, wenn du nicht selber aufs Korn genommen wirst. Naja, auch das muss ja nicht unbedingt so schlimm sein. Steht die Erfahrung? Hau raus. Nee, du. Das kannst du mir doch jetzt nicht vorenthalten. Ich kann alles, Alter. Denkst du, ich bin nicht ein Eschu, der irgendwie seinen Mund nicht halten kann? Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, die Dame. Moinsen, heute gibt's nur Rackwurzel-Tee-Bier. Ja, was anderes bestellt, fliegt raus. Außerdem ist das sehr lecker. Das mal probieren. Und ich nehme ganz stark an, dass die blaue Zungenfärbung binnen von nur wenigen Tagen verschwindet. Hol dir dein eigenes Glas. Ihr gebt dir ein eigenes. Na dann, zum Wohl des Brauers, sie trinkt. Zum Wohl des Brauers. Hey Leute, übrigens, ich bin gerade ein bisschen klamm. Und ich weiß, dass die anderen da hinten, also die da hinten gerade Dart spielen und so, denen könnte ich jetzt auch sagen, hier, wie hast du mir heute mal ein paar Euros rüberwachsen lässt? Den schulde ich aber allen Geld. Das wäre also für mich eher ein Verlustgeschäft. Können wir mir vielleicht dann am Ende des Abends so ein bisschen einen Zehner vielleicht geben? Na klar. Geile Scheiße. Ich habe einfach diesen übelst geilen Stripclub jetzt gefunden am Bahnhof. Und, naja, da war so ein Automaten, der hat ganz viele, ne? Der ist auch egal. Geil auf jeden Fall. Na, das ist die Hauptsache. Eben. Was läuft, wie ist euer Leben? Och, nur das, jenes und welches. Ich hab meine Arbeit abgegeben, ist geschafft. Langweilig. Ja, hallo? Leider habe ich dafür den Puka-Auflauf beim Prinzen verpasst. Der wäre was für dich gewesen, der war cool. Wieso? Was war los? Naja, sie haben dem netten Prinzen gebeichtet, Grafen, was für... Nicht Prinzen. Ja, sag hier, Grafen. Gebeichtet, was sie denn alles falsch gemacht hätten in ihrem Leben. Und ein Gedicht vorgetragen. Ne, den ganz normalen Schabernack getrieben. Das hat den ganzen Tag gedauert. Verdammt. Ja, wobei, ich sollte mich da so schnell nicht mehr blicken lassen. Solltest vielleicht keinen Beifall klatschen, wenn die das dann machen. Das könnte böse enden, ja. Ich halte ein Schild hoch, auf dem Bravo steht? Meinst du auch nicht? Von dem, was ich hörte, nicht. Ich war ja nicht dabei. Okay, dann besser nicht. Also ich meine, ich war auch nicht dabei, als ihr beide irgendwie das Maul aufgerissen habt. War vielleicht besser so. Ey, sag mal, man hörte es bis nach Prag. Okay. Die Was Laufer, haben die in Prag? Alter, die Laufer, die kamen an und ich sag mal, also September ist nicht gerade Waldbrandzeit, aber da, ne, im böhmischen Hinterland, da gab es Zunder. Weil du weißt ja, wie das ist mit den Lauffeuern. Wenn die sich treffen, wird die Geschichte immer noch ein bisschen pompöser. Und dann wachsen die. Manche fusionieren und dann. Na hoppla. Und da haben wir den Waldbrand ausgelöst. Das ist immer. Na, wo hier hobelt, wird da fallen. Funken. Bäume. Genau. Ja. Na dann. Muss ja auch mal gemacht werden. Cheers. Auf den Braumeister. Das meine ich nämlich. Sophie trinkt ihr Bier. Genüsslich. Schmeckt nach leckeren Rackwurzeln. Ich habe keine Ahnung, wie Rackwurzeln schmecken. Die gibt's ja auch nicht. Schmeckt lecker. Gut, cool. Es neutralisiert vor allen Dingen den leichten Salznachgeschmack, den verbrannten Salznachgeschmack. Ja, verständlich. Und was hast du so getrieben?
gebrütet. Weltuntergangsszenarien geschmiedet? Nein, nicht geschmiedet, nur vorhergesagt. Haben wir jetzt endlich eine Uhrzeit? Nein. Nur eine Jahreszeit. Ich hab dir schon dreimal gesagt, ich muss doch wissen, wann die Welt untergeht, damit ich mich entweder für die Nacht bette. Kauft dir oder Sonnencreme. Aber, hier Leute, euer Gespräch führt ja nirgendwo hin, ich muss mich da mal einmischen, ne? Das wollte ich nämlich schon jetzt mal die ganze Zeit wissen. Ne? Man erzählt sich ja. Oh, Gerüchte, ich mag Gerüchte. Erzähl. Die Botin des Verfalls und der Traumsteinbauer. Die hätten ja damals, so einer jungen Ski namens Pandora ein Büchschen geschenkt. So. Und dann später, sagt sich das kürzer, wenn man es halt sagt, Pandoras Büchschen. Und dass sie dann damit allerlei Schabernack und so weiter, man kennt das ja und hier die Menschen und so, was man halt so, ne? Und würde das jetzt der Wahrheit entsprechen? Auf einer Skala von Ja bis Puka, wo lägt man denn da? Ich würde sagen, bei dem Ishu. Das ist nicht hilfreich. Versuchen wir es eher mit einer Skala von 1 bis 10. Wo ist jetzt Ja und wo ist Nein? 10 ist Ja. Dann würde ich wo sagen, ist keine das ist Ahnung? So eine 6. Also ich bin da raus, ich weiß es gerade nicht. Das sagt mir ja mehr als 1000 Eingeständnisse. Ja, das wollte ich doch mal hören. Für den Fall, dass ich gewesen sein könnte, dann ist es halt so. Ich wollte es ja nur wissen. Ich weiß es selber, tut mir leid. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich würde euch damit jetzt auch nicht in die Scheiße reiten. Also ich will es auch nicht weiter erzählen. Sagen wir es mal so. Hast du dieses Böckchen gefunden? Ja, ich meine, nein, aber es wäre jetzt wertlos. Ist ja offen. Ja, aber dann könntest du quasi reingucken und sehen, ob da die Initialen in dieser Flasche sind. Ach, der feine Herr macht immer Initialen rein. Möglicherweise. Aha. Aber dann immer ganz sehr versteckt. Also, sich selbst hat er die übrigens unter die Fußsohlen gemeißelt. Ah. Ist er deswegen Schuhe? Man kann das ja, ne? Man muss das ja auch verstecken ein bisschen. Ja, gut. Weißt du, wenn jemand den wahren Namen von jemand hat, dann ist es immer gefährlich. Hä? Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Also da wird, wenn jemand schon deinen Namen hat, das ist schon ein Problem. Also hat wie besitzt. Sicher. Ja. Wieso? Also, Na, pass mal auf. Das ist ja die einfachste Sache, die man mit Menschen meistens macht, ne? Du gehst da hin und sagst, ich bin Quaglodius Bockheimer. Ja, ist auch egal. Meine Eltern, fiese Schweine. Also Quaglodius Bockheimer. Und dann sagen die, schönen guten Tag. Und dann nutzt du und sagst das nicht, um zu sagen, ich möchte gern wissen, wie du heißt, sondern ich würde gern deinen Namen haben. Und dann sagen die, dann wundern die sich diese hundertste Sekunde, weil das eine etwas komische Formulierung ist. Und dann sagen sie ihn. So. Und das reicht manchmal schon vorm Traum, um zu rechtfertigen, dass du sie dann damit zerbumsen kannst. Manchmal nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie nah die Menschen dem Traum sind. Aber dann die nächste Möglichkeit ist ja, dass du dann irgendwie ein Geschäft arrangierst, wo dann halt das Haben des Namens, ne, der Besitz des Namens quasi, wenn man das jetzt mal aus
ne, aus der Mundart rausnimmt. Das kann man dann damit anstellen? Einiges, aber vor allen Dingen, du kannst zum Beispiel mit seinem Namen, quasi in dessen Namen, du kannst ein Eid für jemanden zum Beispiel eingehen. Hast du seinen Namen? Das klingt echt uncool. Ja. Merke, ich sage gerne jemandem, wie ich heiße, ich gebe aber niemandem meinen Namen, alles klar. Genau. Aber mir könntest du mal deine Nummer geben. Das ist jetzt, hat jetzt damit nicht viel zu tun. Warum? Weil der Winter einsam ist. Und ich auch. Er will dich flach wegzumachen. Entschuldige bitte. Das möchte ich nicht. Ich weiß, wo du wohnst. Und, willst du was sagen? Sie ist hässlich. Sag mal, wenn der Kuchen spricht, dann hat das Heinz in München Pause. Nee, das natürlich würde ich morgen Abend erstmal gern vor deinem Fenster stehen und dir eine Weise singen und dir ewige Treue schwören. Dann würde ich gern einen Drachen erschlagen oder sowas in der Richtung und dir das Holz vom Lebensbaum bringen und dir damit einen Türstopper schnitzen oder sowas. Das klingt übertrieben. Hier ist meine Nummer. Ja, das würde ich ja trotzdem dann gerne machen, aber das macht's einfacher, weil das fand ich in der Vergangenheit dunkel, kann ich mich erinnern, immer richtig scheiße. Zur Zeit des Minnesangs, das war meine Zeit, das war schön. Da war das nicht wie heute, ich gehe in eine Disse, schlepp eine Tussi ab und leg die flach. Sondern da muss es so auch noch was tun, damit die dann ihr verrotztes Taschentuch zu dir herabwirft, als Zeichen ihrer, ne? So. Lecker. Aber auf der anderen Seite konnte man da besingen, wie man die Gattin auf dem, also die Fruwe auf dem Moos niederlegt und sich mit ihr vereint vor ihrem Gatten. Und der fand das auch tolle Unterhaltung, bis er gemerkt hat, dass es auch wirklich so war. Aber auf jeden Fall musste man da halt noch was tun. Da musste man das Leiden auf sich nehmen, das man hat, weil man sie anschmachtet, um dann den kurzen Augenblick ihrer Gunst zu erfahren. Das war schön. Aber jetzt stell dir vor, ich komme halt zurück und habe ihr den Türstopper aus dem Holz des Lebensbaums geholt und ich bin an den Grund des Meeres getaucht, habe den Kraken geknuddelt und habe etwas seiner Tinte genommen und damit den Liebesvertrag unterzeichnet und einen Bausparvertrag, was halt gerade so anlag. Dann kamst du zurück an die Burg und die alle ist einfach mit ihrem scheiß Gatten irgendwo auf königlichen Besuch in irgendeiner anderen Feste. Dann stehst du da und wartest, oh, wie lange dauert denn das? Kommen die zurück, kriegen die eine Erkältung, sterben die an der Pest? Also Pest war halt also nicht so, aber du weißt, was ich meine. Hier, Typhus, was es nicht alles gibt. Und da wäre es schön gewesen, so ein Handy zu haben, wo man sagen könnte, du, ich habe jetzt hier die epischen Sachen gemacht. Bist du überhaupt da? Oder bringe ich den Scheiß jetzt gleich zu irgendeiner anderen Fruwe, die ich dann anhimmeln kann? Weil man nimmt ja auch mal, was man kriegt. Sophie lacht. Und für diese Geschichte hat er sich die Nummer verdient. Es scheint übrigens, als wäre die Essenz, also richtig, also auch die Meinung über jene Dinge scheint er wirklich zu haben. Ja, aber das ist für die gerade. Nee, das wollte ich nur noch sagen. Noch sehr weit weg. Das wollte ich nur sagen. Ja, okay. Sie nimmt das gerade nicht so ernst. Solltest du vielleicht, wenn Satyr sich erstmal in etwas reinsteigert. Nein, ich meinte wirklich das mit dem Telefon und so. Das war alles. Und dass das eine schöne Zeit war, das meinte ich erstmal. So. Aber. Die Geschäfte führen mich fort. Bis dann. Was? Wo willst du hin? Ich muss noch nicht was mal erledigen. Du hast ja nicht mal 2,5 Liter getrunken. Ja, ich wollte auch noch nach Hause kommen. Das hört sich echt nach ziemlich Mimimi an, oder was meinst du? Ich guck den Barkeeper an. Ich sage, ich erwarte mit Leiden und Schmerz deine Rückkehr. Und fühle die Schmach, dich belästigt zu haben mit meinem Gerede. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Jetzt hast du ihm das Herz gebrochen. Deine Augen glänzen etwas. Nein, das hat sie offenbar nicht, Mann. Das gehört doch dazu. Hast du mir nicht zugehört?
Sie geht und das lacht. Ist, David, das ist die eigentliche Erfüllung daran. Weißt du, nicht einfach jetzt einen Abschiedskuss zu kriegen. Darum geht's. Das schmacht. Ja. Also das ist... Das ist auch egal. Das kannst du nicht erklären. Oha. Na dann. Dann trinken wir mal auf die holde Dame. Und natürlich auf den Braumeister. Marmor. Auf mich. Prost. Das ist eine Scheiße, die halbwegs okay schmeckt. Geil. Oh, der wird mit dir noch ein paar... ein, zwei Bierchen zischen. Und dann aufziehen. Denn es juckt ihn ganz kräftig. Und er muss dringend rennen. Lange. Mhm. Wohin auch immer. Am besten mit Hürden. Bevor er geht, werde ich ihm noch zu den Ohren in die Hand drücken. Oh ja, danke. Hätte ich fast vergessen. Du bist ein Schatz. Das wird ein feiner Sack Kartoffeln für morgen. Sehr gut. Oh, ein bisschen Geld hat Sophie auch hingelegt. Ja, ist ja okay. Ja. Aber das hat er nicht bemerkt, weil du weißt schon. Außerdem kann er streng genommen nicht annehmen. Aber das ist erstmal egal, Herz rausgemacht. Jo. Gut. Sophie sitzt in der Wohnung im Zwischenzimmer und betrachtet die Bilder, wenn David irgendwann kommt. Ja, David ist gut angeschäkert. Wirst ihn, sagen wir mal so, schon unten hören. Während er langsam... Ich weiß schon genau, was aber du stetig. Hörst. Halt die Fresse, Hauswart. Ich muss mir ja auch nicht abputzen. Ich bin ja der Einzige, der überhaupt sauer macht im Haus. So ungefähr. Du hörst halt, wie er sich langsam, aber stetig die Treppe hinaufarbeitet. Aber dreimal so schnell wie normal, denn er ist ja gerade alleine. Und es ist Handwerkskunst, dieses Klettern. Und dann macht er die Tür auf. Guten Abend. Bin ich ja noch wach? Of course I am. David? Mhm. Ich habe einen Plan und ich brauche deine Hilfe. Dann brauche ich Kaffee. Er geht in die Küche und Kaffeemaschine macht sich Kaffee. Ist nicht an. Glaube ich. Ich werde sie hat sich geirrt, sie hat sie vorhin eingeschaltet, als sie sich da reingesetzt hat, weil sie ausnahmsweise mal einen trinken wollte, aus irgendeinem Gelüsten heraus und dann war aber irgendwie, dann war sie weg. Na guck, dann gibt es jetzt Kaffee. Sehr gut. Es ist auch perfekt, weil das waren halt irgendwie vier Tassen und die sind auf das Konzentrat von zwei eingedampft. Hm. Den hast du gemacht. Ich trinke in die Hand. Was? Den hast du gemacht. Ich habe keinen Kaffee gemacht. Doch, den hast du gemacht. Aber ich mag keinen Kaffee. Das ist ja egal. Du könntest es ja jemandem geben. Wem denn? Ich guck dich einmal ganz... Ich wusste, dass du nach Hause kommen würdest und habe dir Kaffee zubereitet. Nur für mich, das ist aber nett. Dankeschön. Ja, den Kaffee du hast es trink. Ja auch verdient. Danke. Funktioniert es? Klappt es? Hey, na klar. Ausgezeichnet. Dann werde ich hier diesen Kaffee trinken. Oh, siehst du, so. Das habe ich gerade ganz vergessen. Pass auf. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich anfange, daran zu arbeiten. Und ich hoffe, du unterstützt mich nach Leibeskräften dabei und nach geistigen Kräften und allen Kräften, die dir sonst so einfallen. Dieses vermaledeite Ding da. Sie zeigt auf das Rad. Irgendwie wieder dazu zu kriegen, dass es sich dreht. Und diese vier Lackaffen, ich nehme die Türstopper Bild. Da eingebaut haben, irgendwie daran erinnert, dass sie Lackaffen sind. Okay, ich nehme dieses Bild und drehe es quasi immer um, ne, 90 Grad quasi, sodass sich dieses Ding dreht. Das geht so nicht. Ich will, dass das Rad sich dreht, nicht die Welt um das Rad. Also es würde auch funktionieren. Ah. Gute Idee. Ehrlich gesagt tut sie das doch genau jetzt, oder? Alles bleibt an seinem Platz.
Aber die Zeit dreht sich weiter? Nö, aber es ist halt egal. Die Zeit soll sich ja nicht drehen, sondern die Jahreszeiten. Ja. So. Ich glaube, dass es komplizierter ist, die Jahreszeiten dazu zu bringen, sich um das Rad zu drehen, als das Rad sich einfach zu drehen und durch die Jahreszeiten zu fahren. Nein, was ich meinte ist, dass das der Zustand ist, der jetzt herrscht. Das Rad bleibt still, aber die Welt dreht sich darum. Ja, aber leider nicht gut genug. Das ist ja, das ist der jetzige schlechte Zustand, das ist ja genau. Egal. Ja, wo ist die Kurs? Scheißegal. Metaphern sind scheiße. Ja, deine besonders. Füg dich. Mit wem rede ich da eigentlich? Ich habe ihn verstanden. Wen hast du verstanden? Den Meister. Wer ist der Meister? Oh. Hast du wieder, hast du wieder heimlich Star Wars geguckt? Oh. Aber der neue Film ist kacke. Du solltest den doch mit mir zusammen gucken. Wieso guckst du das immer alleine? Nicht der neue, der kommt ja erst diesen Monat, der kommt erst im Dezember raus. Dezember ja, raus. Aber wir wollten zusammen Star Wars gucken. Erinnerst du dich? Wir haben vor 2 Wochen haben wir hier gesessen, nee, nicht hier, sondern in deinem Zimmer und Bier getrunken und haben gesagt, wir gucken uns Star Wars an zusammen. Und was machst du? Du guckst das einfach alleine, du dreckiger Verräter. Wir haben doch gesagt, wir gucken uns den Kinofilm gemeinsam an. Nein! Inklusive der kompletten Marathon davor. Ja, genau. Und den wollten wir zusammen gucken und dann den Kinofilm. Genau, den kompletten Marathon. Den gucken wir zusammen. Dafür haben wir die Karten doch auch. Du wolltest die Karten bekaufen. Ja, die habe ich ja auch gekauft, glaube ich. Siehst du? So, auf jeden Fall. Aber ich habe nur diesen einen Film geguckt, weil der gerade lief. Also... Pff. Keine Ausreden hier. Ich war bei Meister bei Star Wars, genau. Rad. Da war ich stehen geblieben. Auf Rad. Jeden Fall wird Rad, es. Rad. Guter Rad ist teuer. Auf jeden Gutes Fall. Gutes Rad auch. Ja. Wird es Zeit, dafür zu sorgen, dass diese Lackaffen daran erinnert werden, dass sie Lackaffen sind. Und ich weiß, dass ein kleines popliges Orakel dafür zu wenig ist. Aber es ist zumindest ein Anfang. Zumindest wenn dieses kleine poplige Orakel irgendwie weiß, dass das, was hier gerade passiert, in eine der denkbar schlechtesten Situationen führen wird. Nämlich die da. Und sie zeigt auf die Wüste. Das ist richtig. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich gute Laune habe oder sehr erzürnt bin. Vielleicht gerade beides, deswegen bin ich so komisch. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber. Nee, kein Aber. Jedoch, was sagen denn die anderen Orakel dazu? Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß, dass wir uns zu viert nicht mehr treffen können. Das ist richtig, einer ist ja verrät. So, ich weiß aber auch nicht, wo die sind. Achso. Ich habe keine Telefonnummer und auch keine Namen. Das macht das Ganze schwieriger. Gut, dann solltest du vielleicht doch auf dich aufmerksam machen, dass es nicht. Ich dachte gerade, dass das könnte, bis zu ihnen dringen wird, aber. Es könnte sein, gegebenermaßen unter Umständen, dass der Graf etwas sauer auf uns ist. Aha. Naja, ich meine, der Sturm... Der wird doch viel saurer auf mich sein, wenn ich das öffentlich mache. Ja, eben. Das ist mir egal. Und verdammt nochmal, das wird eventuell gefährlich. Ich bin ein Orakel, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Gut. Genauso wie es... Setz die Spirit. Genauso wie es die Aufgabe oder das Recht oder was auch immer eines Schießes auf dem Thron zu sitzen, ist es meine Aufgabe, die Wahrheit zu verkünden. Oder zumindest eine der Wahrheiten. Gut. Wie möchtest du das tun? Ich werde es auf die Wasser malen, in die Spiegel, auf die Fenster. Und auf alles andere, das mir noch einfällt. Ich werde deine Hilfe dafür brauchen. Ja, bist du. Entschuldigung. Das Problem ist,
Also ich kann relativ schnell malen, aber. Nein, das Malen wirst du mir überlassen müssen. Dann wird das auf, wie willst du denn das in einer Nacht auf alle Oberflächen kriegen? Ich hab da so einen kleinen Tipp bekommen. Okay. Ja. Es hieß, da sei so ein kleiner See, Springbrunnen, was auch immer, im Schloss. Am Schloss, vor dem Schloss. In dem Schloss von dem Grafen. Genau. Und der lässt sich natürlich ganz eindeutig. Das wird er nicht tun. Das wird er nicht tun. Deswegen werde ich ein bisschen Ablenkung benötigen. Ja. Nun gut, man könnte die Puka. Und eine dazu Menge Äpfel. Das ist. Äpfel? Ja, eine Menge Äpfel. Oh, Äpfel. Mhm. Verstehe. Man könnte die Puka fragen, weil. Können den, Mit denen habe ich schon geredet. Achso. Also zumindest mit Pascal habe ich schon geredet. Der hat ganz schön Eier, der hat dem Prinzen sein Gedicht vorgetragen. Dann war er wirklich die richtige Wahl. Das kann man so sagen. Die haben auf jeden Fall einen ganzen Tag lang Schabernack getrieben im Palast. Das ist gut. Da muss ich jetzt noch einen anderen Puka finden. Einen coolen Puka. Wozu? Weil ich ihn als Zeugen brauche. Wofür? Für einen Eid. Ein Eid? Ja. Bist du bekloppt? Nein. Was soll das denn für ein Eid sein? Du kannst doch nicht mit irgendjemandem Eid eingehen. Doch. Kann ich. Und. Worüber? Also was für ein Eid willst du schließen? Stillschweigen zu bewahren. Ich guck dich einmal ein bisschen irritiert an. Das hast du ja toll gemacht. Und fang an, so ein bisschen zu klatschen. Ich muss es noch genau rausfinden, was da passiert. Aber das werde ich sicherlich recht schnell erfragen können. Ich habe noch nichts getan. Aber du bist doch schon ein bisschen, ne? Also, du kannst jetzt nicht schwören, dass du Stillschweigen bewahrst, wenn du es sowieso schon gebrochen hast, oder? Nee, das ist ja nicht über das hier, sondern über was anderes. So. Und jetzt habe ich noch gar nichts gebrochen. Das ist richtig. Siehst du? Aber ich meine. Außerdem hat er gesagt, dass er dir traut. Ja. Mein Gesprächspartner. Also hier dieser komische. Ja. Guckel. Aber wenn er sagt, dass er mir traut, dann traut er mir nicht. Er hat ja gesagt, dass er dir nicht traut. Ach so. Na, das ist ja nett. Das ist wirklich nett. Okay. Wo kriegen wir diese ganzen Äpfel her? Das war der einzige Punkt, den ich nur so halb verstanden habe, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich mich da selber drum kümmern muss oder ob er da vielleicht auch hilft. Aber... ja, mal gucken. Jetzt ist die Frage, wie kommen denn die ganzen Äpfel? Das ist halt so. Jetzt muss ja nicht alles sofort passieren. Es ist ja nicht so, als würde die Zeit jetzt drängen. Nö, wie war das? Der letzte Sommer ist angebrochen. Ja. So sieht's aus. Dann haben wir immerhin lange Tage. Eben. Also wenn wir schon so am Arsch sind, dass der letzte Sommer angebrochen ist, dann sind wir ziemlich am Arsch. Oh, ich hab eine super Idee, wann wir das machen. Hm? An Halloween. An Halloween? Ja. Warum das? Ich glaube, das ist ein gutes Datum. Sie grinst so ein bisschen dreckig. Kannst du es ihm schon erklären? Ich sag mal... Sprich weiter. Ich glaube, Halloween oder Samhain ist ein Tag der Jagd.
Ein Wintertag. Oh. Ich glaube, das ist ein gutes Datum. Ja, das kann gut sein. Wenn es ein Tag der Jagd ist, dann werden unsere Freunde, die ambitionierten Jäger, eventuell in der Stadt unterwegs sind. Und da wird wahrscheinlich die Palastfahrer sagen, Dirk. Vielleicht. Sophie hat wirklich irgendwie so ein bisschen so, doch, es ist so ein leicht dreckiges Grinsen um ihre, da wo sich ihre Finger auf dem Sofa aufstützen, sieht man ein paar kleine Eiskristalle, aber auch nur, weil sie sich so freut. Schön. Gut, ich bleib das Problem mit den Äpfeln. Die wachsen schließlich nie an Bäumen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, aber wir müssen erstmal den Stamm finden. Das stimmt. Aber ich denke, das wird möglich sein. Und wir müssen verdammt viele Äpfel, also viele Stämme finden. Das stimmt. Und da müssen wir die irgendwie speichern, weil ich weiß nicht, ob, ne, also wenn wir komplett sind, dann ist es vorbei, aber wir können uns ja nicht weiter voll machen. Wir müssen die also irgendwie speichern. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich. Und wie? Das wurde doch erklärt. Wir können einen Teil dieses Glanzes in etwas speichern, das wir selbst herstellen. Einfließen lassen. Und die Aussage war, wenn wir das täten, wüssten wir schon, wie es geht. Okay. Na dann. Genau, fangen wir mal an und auf zu neuen Schrufern. Auf zu neuen Schrufern. Und dann versuchen wir mal Dinge herzustellen. Das Problem ist, wir dürfen nicht zu viel herstellen, weil sonst werden wir vergesslich. Na, OT, wie weit sind wir denn im Moment? Nicht so besonders, oder? 9 von 11. Okay, es geht ja. Du warst ja voll nach dem Treffen mit dem Träumer und dann habt ihr Roland gebumst. Also andersrum. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal wieder ein bisschen gucken gehen, was so geht und ich weiß noch nicht wo und wie, aber vielleicht. Das ist ja was sich über die nächsten Tage hinziehen wird. Ja. Das müssen wir also nicht sofort behandeln. Richtig. Ich würde aber gerne versuchen, das herzustellen. Was denn? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich irgendwie. Ja, ein Kleinod, sag ich mal. Ich halte das für eine eher unspezifische Aussage. Ja. Eine kleine Schnitzerei, eine Kette. Ein Kleinod, also sprich ein kleines Medaillon an einer kleinen Kette aus Drahtgeflecht und Filz, also so wirklich so ein bisschen, na, so Kleinkram halt. Mit einer kleinen Perle oben drauf und so. Oder drin. Ein bisschen Golddraht, ein bisschen ja, nur so ein Filzgedönse und dann so eine Perle oben, nur so, dass so ein kleines, so eine kleine Blume erscheint, also beziehungsweise daraus machen. Wie viel willst du da reinstecken? An Glamour? Oder an Geld? Geld ist mir egal. An Glamour? Keine Ahnung, ich würde versuchen, ich würde halt gucken wollen, dass es halt, wie das funktioniert und dann würde ich das einfach mal reinfließen lassen, mal gucken, wie viel da reinläuft. Ich hatte ja keine Ahnung, ne, wie ich das
kontrolliere bzw. stoppe. Das ist so ein Experiment. Doch, hast du zum Glück. Also, du beginnst beim Bau etwas einfließen zu lassen. Und ich nehme an, da du es testen willst, wirst du es stoppen, so schnell du kannst, wenn du gemerkt hast, dass es geht und dass es da drin bleibt, ne? Mhm. Okay, dann wäre es ein Punkt. Du baust es und du lässt es innerhalb dieses Prozesses einfließen, es dauert also die ganze Zeit. Du musst nur das Ventil einstellen, wie schnell es da reinkommt. Und wenn es fertig ist, dann wird die Perle ein wenig glänzen und ab und zu ein wenig leuchten, nur für euch sichtbar, und die Blütenblätter sich etwas bewegen, wenn ein Luftzug kommt. Sodass du sofort erkennst, dass und auch spürst, dass dieses Teil etwas von dir hält. Du kannst es aber nicht mehr dann der Traummaterie zuordnen, aus der du bestehst, sondern es ist dann halt unspezifisch wie bei all den anderen Sachen, die du gesehen hast. Okay. Kam mir das so vor, als wenn das in der Größe abhängig ist, was ich baue, wie ich da reinstecken kann? Okay. Ist nur deinem Willen unterworfen und deinem Vorrat. Okay. Das ist ja ganz praktisch. Ich versuche das im Nachhinein, also nachdem das Ding fertig ist, dann nochmal so vielleicht nochmal anzufüttern, ob das vielleicht funktioniert, ob ich da noch mehr reinspulen kann. Nope. Okay. Es ist ein geschlossenes Objekt, das den Glamour so lange behält, wie es existiert, und es ist halt abgeschlossen. Okay, gut. Ne, das ist ja, das sind so halt nur so Sachen, die ich halt. Nee, das ist erfahren muss, wissen muss, und ne, das ist so halt, ja, ich würde mich damit halt ein bisschen beschäftigen. Es ist angenehm, dieses Ding in seiner Nähe zu tragen. Also zum Beispiel am Körper. Dann tue ich das doch. Mhm. Sophie. Ja. Was ist denn nun mit deinem Eid? Ich muss erstmal rauskriegen, was das jetzt überhaupt ist. Ja. Das ist nicht ganz das Dümmste, würde ich sagen. Das stimmt, das heißt, sie wird Sandro fragen. Judy, ich nehme an, du gehst noch an diesem Abend runter. Ja. Schön. Ja, der ist da. Beziehungsweise wird dir der Wand sagen, dass er im Keller ist. Das heißt, du kannst runtergehen und an seine Tür klopfen. Dann werde ich das tun. Wenig später wird sich die Tür öffnen, dahinter ist es vollkommen schwarz und er wirkt auch etwas schattenhafter, wenn er da rauskommt. Guten Abend, ich muss direkt sagen, es beschämt mich etwas, ich hatte euch beide ja eigentlich geladen, ob der Hilfe, die ihr mir vor nun über einer Woche abzukommen lassen. Ich habe es leider versäumt. Guten Abend. Kein Problem. Es ist ja auch genug los gewesen. So ist es wohl. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe eine Frage, die nicht ganz unwichtig ist für mich gerade. Und die wichtigen Fragen sollten sicherlich nicht zwischen Tür und Angel geklärt werden. Genau das. Ich schlage vor, dass wir entweder mein bescheidenes Domizil oder deine Wohnung dafür aufsuchen. Wie du möchtest. Nun, die großen Fragen werden am besten bei einer Tasse Tee geklärt. Und ich kann nicht versichern, dass mein Tee deinen Ansprüchen genügt. Ich möchte keinesfalls wirken, als wollte ich mich in deine Wohnung einzwängen. Aber für deinen Geschmacksnerv wäre es sicherlich besser.
dann möchte ich dich hiermit fragen, möchtest du gerne oben mit mir zusammen eine Tasse Tee trinken? Es würde mich sehr freuen, dankeschön. So denn? Ich würde nach oben folgen. Ja, so viel Kochtee. Hm. Für ihn lässt sie ihn auch ein bisschen länger ziehen. Das ist nett. Ich überlege gerade, haben die irgendwo eine Milch sauer werden lassen? Du hast David im Nein. Haus. Ja, stimmt, ich habe David im Haus. Na gut. Moment, das hat natürlich eine Ausnahme. Hat Sophie irgendwann mal vergessen, sich eine Milchpackung, die sie aus dem Kühlschrank geholt hat, aus ihrem Zimmer wieder rauszuräumen? Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte passiert sein, ja. Die ist dann vielleicht noch nicht sauer, aber schon so ein bisschen leicht dicker. Dann holt sie die. Ja, gut. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Stellt sie ihm hin. Sie selbst nimmt die frische Milch. Das dachte ich mir. Das wird ja die neue, nicht mehr frische Milch. Hm. Ja, sie sitzt ja nicht bei ihrem Zimmer, deswegen geht das. Ach so. Da liegt gerade so viel Papier rum überall. Was genau hat es mit einem Eid der Stille auf sich? Der Eid der Stille ist ein Gelöbnis. Das bedeutet, man benötigt einen Zeugen, um ihn einzugehen zwischen zwei Parteien. Also mindestens zwei Personen. Er gewährleistet, dass die beiden weder aus Versehen noch unter Druck ein Geheimnis preisgeben, was sie vor diesem Zeugen ausmachen. Selbstverständlich erfährt er nicht genau, worum es sich handelt. Es wird vielmehr auf einen Zettel geschrieben, der dann unter dem Sternenlicht verblasst. Der den Eid bricht, wird mit dem Mal der Schande gezeichnet. Des Weiteren wird der Traum dafür sorgen, dass der Verrat entsprechend geahndet wird. Es ist ein Eid, der ein Jahr und einen Tag währt. Mhm. Es ist weiterhin ein Eid, der von beiden Parteien nicht eben wenig Glanz fordert. Mhm. Jedenfalls nicht im Verhältnis für Eide, die sonst so existieren, aber im Verhältnis zu deinen Möglichkeiten. Sie nickt. Gut, danke schön. Wenn ich mir das erlauben darf, noch als letztes. Es liegt nicht nur nachgesagt in der Natur des Lua, diesen Eid zu schätzen und in ihren Lebzeiten mehrmals einzugehen. Nach meinem Befinden war er jedes Mal sehr, sehr hilfreich und lohnenswert. Sie lächelt ein bisschen. Danke. Er blickt dich noch ein paar Momente mit seinen komplett schwarzen Augen an. Erlaube mir noch eine Frage zu stellen. Es war die Rede im Kindergarten von problematischen Verhaltensmustern des Wanstes. Ja. Hat sie dir gegenüber etwas erwähnt? Nicht direkt. Andeutungsweise, ja, also ihr von... Während der Unterhaltung, aber das war eher... Sie sagte irgendwas von einer bösen Miriam. Mit Spitzbart.
Die Bösen haben immer einen Spitzbart. Deswegen haben wir auch diesen, haben wir auch den Hut gebastelt. Ich weiß nicht direkt, um welchen Hut es sich handelt, aber ich denke, es wird eines der Geheimnisse sein, die ich hier nicht nehme. Sophie schmunzelt ein bisschen. Eine böse Miriam mit Spitzbart. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Ich bin froh, wenn ich dir etwas geholfen habe. Was noch hinzuzufügen wäre, ein Eid spricht sich immer leichter mit mehreren Parteien, da der Kraftakt dann geringer ist. Der Traum verlangt nach einer Menge Glamour, aufgeteilt auf egal wie viele. Sie schaut ihn an. Oh, und natürlich kann ein Zeuge nicht darüber sprechen. Er kann es nicht, dass er überhaupt zwischen zwei bestimmten Personen als Zeuge auftrat bezüglich dieses Eins. Er steht dann auf. Verneigt sich leicht. Warte mal kurz. Er setzt sich wieder, zieht seinen Frack zurecht. Ich habe noch eine Frage. Etwas, bei dem ich vermutlich Hilfe brauchen werde. Und vielleicht willst du mir ja helfen? Ich glaube, dass es Zeit wird, dass etwas, das ich schon vor längerer Zeit gesehen habe, langsam ins Licht der öffentlicheren Aufmerksamkeit gerückt wird. Ich weiß, nee, der hat die Bilder nie gesehen, ne? Die hat eigentlich niemand gesehen, außer David. Alle haben immer Angst vor dem Einhorn. Komm mal mit, bitte. Ja, steht auf. Sie geht mit ihm ins Zwischenzimmer. Das Einhorn ist immer noch verdreht. Nein. Oh. Der hat ja auch keine Angst davor. Oh, das ist ja gut. Also du siehst eine leichte Gänsehaut kurz über seinen Arm wandern, aber das war's auch. Hast du, da ich nun davon ausgehe, dass du dies der Öffentlichkeit zugänglich machen willst, darüber mit deinem Mentor gesprochen? Nein. Dann tue dies auch nicht. Jedenfalls, wenn deine Überzeugung groß genug ist. Das hatte ich nicht vor. Dabei werde ich wahrscheinlich Hilfe brauchen. Meiner Auffassung nach ist es nicht der Weg des Orakels, die Dinge zu sehen, die Dinge zu verkünden und mit Freude festzustellen, wie die Welt sich nach den Worten richtet. Der Weg des Orakels ist es, zu sehen und zu leiden. Und ich kann nur hoffen, dass deine Leidensbereitschaft groß genug ist, um dies zu ertragen. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mir damit eine Menge Probleme einhandle. Aber ich glaube, dass es notwendig ist. Ich werde dir helfen. Mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Allerdings solltest du andere Personen, denen du nicht mit deinem Leben traust, darüber im Unklaren lassen. Ich bin nicht eben das, was man als vertrauenswürdig und beliebt bezeichnet, auch nicht bei meinen Vettern.
Vielleicht gerade nicht bei meinen Vettern. Sie nickt. Gut, wenn du das sagst. Jedoch kannst du dich jeder Hilfe versichert wissen, die ich anbieten kann. Sie lächelt. Vielen Dank. Es ist ein herausragendes Bild. Mir gefällt das Einhorn sehr. Obwohl ich glaube, dass es mit Verlaub dir nicht gelungen ist, den brachialen Schrecken einzufangen. Du hast mehr Wert auf die subtile Art gelegt, mit der es Furcht in die Feinde, in die Herzen seiner Feinde bringt. Sie nickt. Eine freundliche Interpretation für jeden, der es sehen muss. Bis jetzt haben es noch nicht besonders viele zu Gesicht bekommen. Zumindest nicht viele, die es wirklich als das erkannt haben, was es ist. Wenn du gedenkst, die Schwerter herauszufordern und ihre Vasallen, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht Kraft und Stärke in dem Hof findest, dem du nicht vorstehst, aber für den du sprichst, nicht im Sinne einer Repräsentantin, sondern im Sinne einer Gönnerin. Allerdings ist das eine Entscheidung, die weder leicht noch unproblematisch ist. Ich möchte es nur zu bedenken gegeben haben. Ich weiß es noch nicht. Ich habe tatsächlich kurzzeitig damit gespielt, aber es war kaum mehr als ein Spiel. Ich nehme an, du weißt noch gar nichts über die Struktur und Art der Höfe. Es war nur ein erster Gedankenstoß, der jetzt vermutlich noch keine Rolle spielt. Jetzt, da du den Auftakt zu deiner persönlichen Fehde führen willst. Richtig, ich weiß noch nichts über die Höfe. Deswegen kann und will ich so eine Entscheidung jetzt nicht treffen. Er nickt. Irgendwann werde ich sie treffen. Ob ich das will oder nicht. Aber ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich danke dir, Sandro. Für das Gespräch und für deine Bereitschaft. Ich bin froh, ein Teil des neuen Widerstands zu sein. Etwas, das ich in früheren Zeiten offenbar, und soweit ich das sagen kann, nicht war. Dann würde sich nochmal verbeugen und gehen. Sie grübelt noch ein bisschen über ihren Plan. Ich glaube, sie geht noch raus, läuft irgendwie noch ein bisschen durch die Straßen, zündet sich dabei eine Kippe an. Wenn du irgendwann wieder nach Hause kommst, erwartet dich das vertraute Geräusch, sanft, zärtlich gar, von dröhnendem Gatschi. Oh Gott. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Mein Arm! Genau das. Sie lächelt, während sie durchs Treppenhaus nach oben geht. Ich meine, wenn du da aus dem Haus vorbeikommst, es ist ja jetzt niemand, der Vorhänge braucht. Das heißt, wenn man von der Musik mal dann angewidert kurz oder genervt kurz nach oben guckt, dann kannst du natürlich auch, nicht nackt, nackt mit T-Shirt tanzen siehst, dann kannst du
also der tanzt da und mit einer Holzpuppe, die er offenbar selbst geschnitzt hat. Also das musst du dir vorstellen, wie eine übergroße, dieser künstlermenschliche Proportion Dingspuppe. Mhm. Übergroß davon, an, auch mit einem Metalldings im Rücken, und damit tanzt er gerade durch die Bude. Alles klar, mein Vermieter ist wieder da. So mag ich ihn. So ist es. Für euch beide. So würde ich das halt. Das ging aber nicht spurlos vorüber. Der ist an manchen Stellen noch weniger fair als vorher. Ärgerlich. Aber immerhin ist er wieder da. Ich finde, das ist schon mal ganz gut. Na, definitiv. Also, das ist, so muss das sein. Ja. Ja. Irgendwann wird Sophie sich nochmal aufmachen, einen Zeugen zu finden, aber das wird sie ja nicht jetzt tun. Mhm. Ich denke, dann können wir auch für heute Schluss machen. Okay. Ich denke auch. Gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.